Testbilder. Am Ende 3-2, was für ein Spiel? Wie ist 0-1 vorn, dann 1-2, aber ich denke, verdient Sieg. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, man hat es gesehen auf dem Platz. Wir haben trotz des Rückstandes immer weiter gekämpft, haben nie den Glauben an uns verloren und haben dann in der zweiten Halbzeit das Spiel noch gedreht. Und ja, ich bin einfach unfassbar stolz auf dieses Team. Bei Zu-Pause-Stanz 1-2, dann kommt ein verschossener Elfmeter und es sah so danach aus, dass ihr Mut geholt habt aus dem verschossenen Elfmeter. Stimmt das? Ja, man könnte es so sagen. Also das war so unsere Chance, die wir darin gesehen haben, unsere Chance jetzt das Spiel zu drehen, das Spiel an uns zu reißen. Und ich denke, das ist uns auf jeden Fall sehr gut gelungen und hat man jetzt auch gesehen, wir haben die 3 Punkte mitgenommen. Du hast dich sehr gut integriert in diese Mannschaft, bist da eine Leistungsträger. Wie anders ist es hier zu spielen dann bei Bayern 2? Wie bitte? Wie anders ist es hier zu spielen dann bei Bayern 2? Ja, das ist natürlich schon nochmal ein Riesenunterschied. Also zu 2. Bundesliga und 1. Bundesliga, das Tempo auf dem Feld ist einfach schon ein Unterschied. Aber die Mädels haben es mir hier super leicht gemacht. Ich bin gut integriert worden und ja. Du hast nun eine Mina Tanaka vor dir stehen. Wie wichtig ist das? Die kann den Ball sehr gut halten, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Das sieht man ja, wie gut sie uns tut. Die kann die Bälle festmachen. Die kann auch mal einen Ball, der nicht so gut kommt, verarbeiten. Hat einen super ersten Kontakt. Technisch sehr, sehr stark und die tut uns einfach gut da vorne drin. Und heute mit ihren Toren natürlich hervorragend. Mhm. Deine alte Mannschaft Bayern München, die tut das sehr gut. Bist du da überrascht? Nee, ich muss ehrlich sagen, das habe ich so erwartet, dass die so durchmarschieren. Klar, hätte ich jetzt vielleicht auch nicht ganz erwartet, aber es ist der FC Bayern München und dass die so durchmarschieren, wundert mich jetzt nicht. Letzte Frage, was macht ihr nun während die Nacho-Pause? Trainiert ihr weniger oder trainiert ihr normal durch? Also über Ostern werden wir wahrscheinlich frei bekommen und ich denke, da werden die meisten dann auch zu ihren Familien fahren, einfach mal abschalten, das tut für den Kopf dann auch ganz gut. Einfach nochmal erholen, regenerieren. Wir hatten jetzt viele Spiele hintereinander, harte Spiele, intensive Spiele und genau, dass wir danach dann wieder voll angreifen können. Okay, genießt den Sieg und schönes Wochenende. Dankeschön, gleichfalls. Danke.